Hallo Leute zusammen, was haltet ihr davon, wenn ich heute mal wieder vlogge? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich habe schon ewig kein Video mehr gemacht. Hier ist es also. Es ist Mitte Mai. Keine Ahnung, der wievielte, ich glaube 19. Und heute ist das WGT in Leipzig. Wave Gothic Treffen. Das ist immer um Pfingsten rum. Eigentlich ist es immer an Pfingsten. Und es sind übelst viele verkleidete Leute halt hier. Also vor allen Dingen im Wave und Gothic Stil. Und Steampunk und so weiter. Seth und ich sind jetzt eigentlich unterwegs zum Verbrauchermarkt, wo wir immer unser Obst und Gemüse holen. Also nicht immer und nur, also nicht ausschließlich. Aber dort gibt es immer sehr große Portionen, also sehr viel auf einmal. Irgendwie 6 kleine Melonen hatten wir letztes Mal für irgendwie 1-2 Euro. Und das finden wir super. Da kann man ziemlich viel mitmachen. Ich dachte, ich zeige euch das mal wieder. Das habe ich euch nämlich schon ewig mal nicht mehr gezeigt. Ich habe euch ewig nicht mehr mitgenommen. Ich dachte, für die neuen Abonnenten von mir. Übrigens, hallo, ich bin Lena. Ich hoffe, es gefällt euch bei mir. Vielleicht ist es für die mal ein bisschen spannend. Also. Ja, und vielleicht gehe ich dann nachher noch raus in den Park oder so und zeige euch ein paar verkleidete Leute. Wenn ihr das sehen möchtet. Bleibt dran. Bis gleich. Erstmal zu Käse, Mike. Okay, was möchtest du? Noch was? Nee, danke. Dankeschön. Ach, da sind welche. Ich habe welche gefunden. Da sind überall welche. Okay, also wir waren ja erst bei diesem Käseladen. Da hat Seth das hier alles gekauft. Ich glaube für 5,50. Die Orangen haben 1 Euro gekostet. Die Blaubeeren haben 1 Euro gekostet. Die Nektarinen und diese Kiste Spargel hat 3 Euro gekostet. Krass, ne? Ich hatte vorhin übelst Bock auf Orangen. Wir hatten keine. Deshalb wollte ich auch unbedingt zum Markt. Weil ich mir schon dachte, dass es da bestimmt welche gibt. Die sind immer so saftig. Ich schneide die immer einfach so zu Stückchen und esse sie dann so. Hm, nicht schlecht. Hallo Leute, guten Morgen. Heute ist Sonntag und ich habe heute Bock auf Musik. Und ich habe sonst nie Bock auf Musik. Ich gucke sonst immer Videos auf YouTube oder irgendwelche Netflix-Sachen oder Reality-TV oder irgendwie sowas. In letzter Zeit liebe ich übrigens die Kardashians. Ich bin schon bei Staffel 8. Und ja, ich meine, langsam fange ich auch an, sie ein bisschen zu hassen, aber im Grunde genommen möchte ich trotzdem erstmal wissen, was los ist bei denen. Ich meine, die sind so bekannt und ich habe das nie gesehen, Keeping Up with the Kardashians. Und jetzt dachte ich, ist es vielleicht mal Zeit, das nachzuholen, Freunde. Das ist ja auch irgendwie Kultur, oder? Mhm. Okay, wie ihr gerade gesehen habt, lege ich gerade ein bisschen Wäsche zusammen. Und ich habe gerade meinen wunderschönen Sommerkoffer rausgeholt, wo meine ganzen Sommersachen drin sind. Und mir erstmal was Sommerliches angezogen. Ein Short und ein sommerliches T-Shirt, das den ganzen Winter in meinem Koffer gelegen hat. Und Leute, ich muss euch mal was zeigen. Ernst jetzt. Ach. So sehe ich aus mit kurzen Hosen. Und jahrelang dachte ich, das kann man doch niemandem zumuten. Diese dicken Schenkel und diese Dinger da über den Knien, diese Wülste. Aber Leute, so schlimm sieht das doch gar nicht aus. Was denke ich mir denn? Was ist denn los mit mir? Ich bin doch ganz normal. Ich verstehe das nicht. Auch wenn ich dann immer Bilder von früher sehe, denke ich immer, oh Gott, wie schlank du damals warst.
Und jetzt bist du viel fetter, aber so ein Schwachsinn. Ich bin jetzt nicht fetter, als ich vor 5 Jahren war. Ja, ich habe mein Gewicht ziemlich gut gehalten in meinen 20ern, sag ich mal. Ich finde, ich sehe gut aus. Vor allen Dingen heute mit diesem Outfit. Ich liebe es. Ich liebe es. Mal ganz ehrlich, das ist doch total bescheuert, jetzt zu denken, ich wäre fett. Oder ich könnte keine kurzen Hosen anziehen. Das ist doch der übelste Schwachsinn. Der übelste Schwachsinn. Also Leute, lasst es euch gesagt sein. Denkt nicht darüber nach. Zieht kurze Hosen an, wenn ihr das möchtet. Und scheißt auf das, was die Leute denken. Ihr seht gut aus. Okay? Ihr seht gut aus. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Wo war ich eigentlich gerade? Ach so, genau. Ich habe heute Morgen eine Meditation gemacht zum Thema Werte. Und das fand ich irgendwie schön. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass Menschen und die Interaktion mit Menschen mir übelst viel bedeutet. Mir mehr bedeutet als wahrscheinlich Gesundheit oder Fitness oder ein straffer Körper oder Designersachen oder sonst was, wovon ich manchmal denke, dass ich das bräuchte. Ja, finde ich irgendwie gut. Ich habe das Gefühl, Menschen sind mir das Wichtigste. Was auch ein wenig schwierig sein kann, wenn ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei meinem Beispiel, einen Job suche und die Leute gefallen mir dort nicht. Denn es kommt mir im Grunde genommen gar nicht so doll auf die Arbeit an, sondern auf das mit den Menschen. Also erst entweder halt mit den Kunden, wie bin ich da mit denen, wie kann ich mich mit denen austauschen oder halt mit meinen Mitarbeitern, also meinen Mitkollegen. Genau. Ja, krass, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig auch dann. Es muss dann halt auch passen. Aber zum Glück kann ich euch sagen, dass ich im Moment sehr glücklich bin auf Arbeit, weil ich dort mit den Leuten sehr gut klarkomme. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich, glaube ich, manchmal unhöflich rüberkomme, weil das meine Art oder weil das zu Hause bei mir so ein bisschen gang und gäbe war auf diese Art und Weise. Also so ein bisschen so ein rauerer Umgang, sag ich mal, miteinander. Und das war aber trotzdem nett gemeint. Aber wenn man dann in eine andere Kultur kommt quasi, also zum Beispiel die Kultur auf Arbeit oder eine andere Familie, das sind ja alles Kulturen eigentlich. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass es bei euch zu Hause ganz anders zugeht als bei euren Freunden zum Beispiel. Und das liegt einfach daran, dass in verschiedenen Familien andere Kulturen herrschen. Und wenn man dann halt auf Arbeit ist und so ein bisschen rauer im Umgang ist mit den Leuten und die verstehen das aber nicht als, hey, was geht ab mäßig, dann ist das etwas unhöflich und da kommt man etwas unhöflich rüber und darüber muss man sich echt klar sein. Ja, und deshalb werde ich auf jeden Fall jetzt daran arbeiten, dass ich ein wenig höflicher rüberkomme. Ich mag die Leute eigentlich, ich mag die meisten Menschen und ich habe eigentlich nur das einzige Problem, dass ich das nicht richtig rüberbringen kann und es mich auch nicht traue zu sagen. Und dabei, glaube ich, hören die Leute gerne, wenn man sagt, hey, ich mag dich richtig gern. Obwohl, das ist manchmal auch creepy. Okay, jedenfalls mag ich Menschen, also euch auch und deshalb mache ich Videos. Hihihi. Ich glaube nämlich, das ist auch mein Anreiz an YouTube und Instagram und so weiter. Einfach diese Community. Ich wollte Teil dieser Community sein. Was ich nämlich auch gemerkt habe, ist, ich brauche Freunde und ich liebe es, mit Freunden Zeit zu verbringen. Und was ich halt mache, wenn meine Freunde gerade nicht da sind, ist YouTube-Videos gucken. Also meine Online-Freunde sozusagen, meine YouTuber, die ich schätzen und lieben gelernt habe, die gucke ich dann und das sind dann meine Freunde. Merkwürdig, oder? Ja, willkommen in meinem Kopf. Erzählt mir, wie es bei euch läuft. Und ja, ich hoffe, wir haben mal wieder viel Spaß heute. Heute ist wirklich ein wunderschöner Tag. Das Wetter ist grandios. Es ist so frisch und die Sonne scheint und es ist noch früh am Morgen, ungefähr um 10 oder sowas, wie ihr gerade gesehen habt, mache ich gerade ein bisschen Hausarbeit, die auf jeden Fall auch sehr wichtig ist und dann muss ich unbedingt dieses eine Video zu Ende schneiden, was noch aus Rom ist. Ein Rom-Vlog. Und dann packe ich vielleicht mal meinen Sommerkoffer aus, der da hinten chillt. Yeah! Und packe meine ganzen Wintersachen ein. Habe ich schon gesagt, dass ich normalerweise keine Musik höre? Ja, es ist heute ein besonderer Tag. Ein besonderes Lebensgefühl. Und ich habe mich extra nach Sommersachen gesehnt. Also ich habe echt gedacht, ich will jetzt keins dieser T-Shirts anziehen, die sonst in meinem Schrank sind. Die dunkelblauen und dunkelgrauen und schwarzen T-Shirts, auf die habe ich gerade keinen Bock. Ich möchte was Sommerliches. Ja, here we go. Here we go.
Hallo Leute, wir fahren gerade Fahrrad. Es ist ein bisschen frisch der Wind und deshalb habe ich so eine Mütze auf. Alles nur Selbstschutz, Freunde. Wir fahren jetzt zum See. Wir machen nur eine kleine Fahrradtour. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Es ist nämlich ein wenig windig wegen des Fahrtwinds. Bis gleich. Wir haben unsere Decke vergessen. Und deshalb sitzen wir jetzt nur auf meiner Jeansjacke. Aber das passt schon. Da ist der See. Wir sitzen hier im Schatten. Ich fahre hier gerne abends an den See in letzter Zeit, also seit die Sonne wieder so schön scheint. Einfach mit dem Fahrrad, so eine kleine Radtour nach der Arbeit, das ist schon echt schön. Das entspannt mich total. So, wir sind wieder zu Hause. Ich habe gerade was gesnackt, ein bisschen Obst. Und jetzt muss ich den ganzen Spargel schälen. Das ist so unglaublich viel. Ich weiß nicht, wie viele Kilo das sind. Aber ich werde ihn auf jeden Fall schälen, ein bisschen was jetzt kochen und ein bisschen was einfrieren wahrscheinlich. Also wahrscheinlich den größten Teil. Okay, ich glaube, ich bin erstmal die nächsten 3 Stunden beschäftigt. Zum Glück gibt es ja Netflix, nicht wahr? Beziehungsweise Keeping Up with the Kardashians. Sorry Leute, ist gerade die Zeit übelst verflogen? Habe ich euch nicht gezeigt, dass ich das alles geschafft habe, hier das alles wegzuschnippeln in 1,5 Stunden statt 3? Es ist jetzt 21:15, ich möchte jetzt ins Bett gehen. Seth spielt jetzt noch mit einem Kumpel im TS. Team Speak, glaube ich, heißt das. Bis dann bei mir jetzt heute Abend. Tschüss erstmal. Ciao. Hallo Leute, lange nicht gesehen. Heute ist Donnerstag und ich freue mich des Lebens. Ich fühle mich gerade übelst gut und ich habe jetzt Bock, Weintrauben zu essen. Und dafür muss ich die erstmal einkaufen gehen. Und dann gehe ich zu einer Freundin und dann gucken wir Jeremy's Next Topmodel, das Finale. Wuhuhuhu. Yeah. Und die letzte Stunde habe ich auf der Couch gesessen und eine Vogue gelesen, die meine Mutti mir schon im Januar gekauft hat. Ja, ich weiß, ich bin total up to date. Aber es ist eigentlich egal, weil eine Vogue, falls ihr schon mal eine Vogue gelesen habt, gibt es eigentlich die meiste Zeit irgendwie Interviews oder sowas. Und ich meine, bevor es in Fashion, jetzt in Vogue, ne? Das heißt also, das Zeug, was sie da zeigen, ist wahrscheinlich eh immer so ein halbes Jahr im Voraus. Vor den Trends quasi, bevor die auf der Straße landen. Und deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn man eine Vogue ein halbes Jahr später erst anfängt zu lesen. Na toll. Und jetzt sagt meine Kamera, sie hat kaum noch Batterie. Naja, okay. Ich gehe jetzt jedenfalls Weintrauben kaufen und dann gehe ich zu meiner Freundin. Und da machen wir einen Mädelsabend. Und vielleicht hält die Kamera noch ein bisschen so weit durch, dass ich euch zeigen kann, dass Toni gewinnt. Toni gewinnt natürlich. Toni gewinnt. Also ich glaube an Toni. Ich glaube schon seit einer ganzen Weile an sie. Und zwar seit Abigail rausgeflogen ist. Sie war davor mein Favorite. Ich meine, wir YouTuber müssen halt zusammenhalten, wisst ihr? Nee, ich fand sie sehr, sehr hübsch. Aber Toni ist, glaube ich, so das Model, oder? Was sagt ihr dazu? Wer war euer Favorit? Ich meine, wenn ihr das jetzt guckt, ist das natürlich alles schon Vergangenheit. Aber ich bin super excited. Super excited! Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, yeah! Ich habe immer noch nicht mein Koffer ausgeräumt. Seth und ich waren gestern schwimmen, deshalb trockne hier meine Schwimmsachen. Und ich habe meine ganzen Sachen weggeräumt von dem Haul, den ich letztes Wochenende gefilmt habe. Und der ist jetzt so voll, der Schrank. Oh mein Gott, ihr glaubt es nicht. Also das ist schon echt richtig voll. Aber da sind halt auch meine ganzen Wintersachen drin, ne? Naja. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Ne, wir kriegen das schon hin. Okay, ich muss mir jetzt erstmal losmachen. Okay, also bis gleich. Jetzt gleich. Ich bin gerade bei meiner Freundin und wir gucken jetzt Jeremy's Next Topmodel. Da drüben. Und das hier haben wir jetzt Next. Schokofondue oder wie heißt das? Ja, ne? Hi Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich bin gerade hergeradelt und schwitze ein bisschen. Ich hatte nämlich einen Wollpullover an. Und ich wollte euch endlich nur noch mal sagen, ich freue mich, dass Toni gewonnen hat. Aber ich fand echt, dass Juliana diesmal heute Abend einfach besser war. Oder was fandet ihr, wie fandet ihr das? Also falls ihr das gesehen habt, das Finale von Jeremy's Next Topmodel. Ich war bei den Mädels und es gab übelst geiles Schokofondue, was ich glaube ich nur ein anderes Mal oder zweimal maximal in meinem Leben überhaupt jemals gegessen habe. Und dann mit Obst und so. Es war echt eine nette kleine Runde. Es ist jetzt 1:30 und man sollte annehmen, dass Fred jetzt draußen ist. Aber, Freunde, ich habe keine Ahnung, wo Fred steckt. Wahrscheinlich irgendwo in diesen Röhren. Fred, komm raus. Seth hat erzählt, dass er da manchmal an das Rohr tippt und dann kommt er raus und dann gibt er ihm eine kleine Nuss. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt heute Abend auch funktioniert.
Jedenfalls, so sieht sein Käfig im Moment aus. Hier hinten ist immer noch das Laufrad, schön leise. In dem Haus ist er, glaube ich, gar nicht mehr. Da ist seine Fressschale mit dem Trockenfutter. Seth macht ihm immer eigentlich so frisches Zeug hier überall hin. Da sind noch ein paar Blätter, Basilikum, das liebt er auch. Aber ich glaube, den Anagramm hat er sich bestimmt schon gekrallt. Normalerweise füttert ihn Wien so gegen 11 oder so. Seth hat ihm so ein Rohrsystem eingebaut. Also diese Rohre gehen halt auch unterirdisch, verlaufen unterirdisch. Da hält er sich jetzt größtenteils auf. Das ist so sein neuer Lieblingsort. Ich sehe ihn auch selten, muss ich zugeben. Ich sehe ihn auch selten. Aber Seth kümmert sich immer. Seth ist der allerliebste Hamsterpapa, den ihr euch vorstellen könnt. Ich meine, habt ihr schon mal so einen Käfig gesehen? Ich glaube nicht. Fred, komm raus. Ich bin's, die Mama. Komm, Fred. Kennt mich, glaube ich, gar nicht so. Wie gesagt, ich sehe ihn kaum. Ach so, was ich noch zu Toni sagen wollte. Ich bin so happy, dass Toni gewonnen hat, weil ich glaube, dass sie eine super Persönlichkeit hat. Eine super Persönlichkeit, Leute. Die ist 18. Die ist so erwachsen innerlich. Die hilft anderen Leuten und die ist trotzdem sehr selbstbewusst. Aber nicht so, dass sie andere runtermacht, wie Christina das gemacht hat, sondern dass sie die anderen heben möchte, auf ihre Ebene, sag ich mal, auf ihre und irgendwie Vibes, wisst ihr? Die ist innerlich so ruhig und so friedlich und ich habe das Gefühl, aus der wird nochmal was richtig Großes. Ich möchte die echt mal in 10 Jahren erleben. Ich kann mir echt vorstellen, dass sie sehr engagiert ist, was Hilfsprojekte angeht, einfach weil sie so eine Liebe für die Menschen hat. Von der werden wir auf jeden Fall noch was hören, auf jeden Fall. Okay, Leute, dann erstmal gute Nacht für heute. Wir sehen uns bald wieder. Hallo, Leute. Seth und ich waren gerade im Kino und haben Han Solo geguckt. Den Film hier. War sehr cool, oder? Was sagst du dazu? Was? Wie fandst du den Film? Ich fand den solide. Er war sehr spannend. Interessant war, der hat sich jetzt für mich nicht unbedingt wie ein Star Wars Film angefühlt. Aber spannend und aber das, was er gemacht hat, war halt gut und ich fand es halt cool, Abenteuer, dass sie, ne, halt zumindest so mutig waren, mal was Neues zu machen, als immer nur die gleichen Schemen, ja, weil sie halt Angst haben, dass die Leute nicht ihr Star Wars Feeling haben, ja, obwohl das nicht so eine krass große Rolle spielt. Nee. Man kann auch einfach mal eine völlig neue Geschichte erzählen. Klar, aber dazwischen. Ich fand den Film übelst gut. Problem ich fand den, bei den anderen ich fand Episoden, den so unterhaltsam Episode auf jeden Fall und so halt spannend. Und so. Ne? Hm. Und hier ist sogar so eine kleine Kulisse, wo man so ein Selfie machen kann. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Yeah. Ich sitze jetzt auch im Millennium Falcon. Ja, Leute, setzt eure Sonnenbrille auf. Wir sind unterwegs. Hyperschallgeschwindigkeit. Mein Friend Solo. Yeah. Guckt mal, wir sind gerade bei Pico und Kloppenburg und ich habe ein Kleid gefunden und ich glaube, das gefällt mir. Was sagst du dazu? Kannst du mich mal filmen da? Ja, ist ganz süß. Aber hast du nicht schon so ein ähnliches? Hinten so. Ja. Ah, verstehe. Ja, das ist halt geschlossener als das, was ich habe. Mhm. Sieht sehr anständig aus, ne? Ja. Süß. Okay. Gut, ich glaube, wir müssen gehen. Es ist Feierabend.